Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, das hier geht uns sehr wohl was an, nämlich das Clash of Clans spielen. Und ich war euch aber noch schuldig, weil ihr habt mich jetzt seit dem Wochenende auch nicht mehr gesehen, also streng genommen seit Freitag nicht mehr wahrgenommen, so will ich es mal sagen. Beziehungsweise Freitagabend war ich ja noch online, aber danach nicht mehr, auch am Montag nicht, weil am Sonntag der Super Bowl bis morgens um 5 oder 5:30 und dann den normalen Arbeitstag. Ich war wirklich ein bisschen platt am Montagabend und bin einfach mal ein paar Stunden eher ins Bett gestolpert. Aber was ich euch noch schuldig war, das Ligaende hier in den drei Clans, wo wir gespielt haben, also hier bei Deutschland Ed, können wir es noch sehen. Dort sind wir, ja, Liga halten, so würde ich mal sagen. Liga halten, wir sind Vierter geworden. Wunderbar hier. Ich hoffe, wir können das wiederholen, Leute. Und dann seid ihr in der nächsten Saison wieder am Start, die dauert ja noch ein bisschen hin. Aber wir springen jetzt mal gerade eben rüber in die anderen Clans, in die anderen beiden Clans. Einmal Free-to-Play, einmal Herausforderer. Bei den Herausforderern bleiben wir dann. Und da sind wir hier bei den Herausforderern. Und auch hier kann man es noch sehen. Ich hatte erst gedacht, man kann es nicht mehr sehen. Aber man kann es noch sehen. Und zwar unter My Clan und dann Warlock. Hier sind wir Dritter geworden. Ich hatte erst gedacht, dass man nur sieht, grün gehalten oder halt Aufstieg, aber man sieht hier auch die richtige Platzierung. Also wir sind super, super Dritter geworden hier. Wahrscheinlich ein bisschen unerwartet, aber mittlerweile sind wir hier ja auch Rathausstufe 12 und 13 oben und unten. Ich glaube, wir hatten unten noch ein paar Elfer oder ein oder zwei Elfer oder drei oder vier, ich weiß es gar nicht mehr. Aber danach ist hier immer totenstill in diesem Plan. Auch wenn wir zurzeit 38 sind, hier ist auf jeden Fall Platz, Leute. Und auch der Beckensheriff ist hier noch am Pennen, denn danach ist erstmal Essig. Alle, die ihre Helden halt ein bisschen höher haben, machen die dann auch erstmal eine Woche. Also dauert dann ja doch 7 Tage und länger dann später. Aber im Moment dauert es hier halt immer noch ein paar Tage und der Beckensheriff hier muss noch ein paar Heldenlevel knüppeln. So viel ist es jetzt nicht mehr. Das heißt also, der geht auf 63 und haben wir bestimmt ein paar Schippen. Wir haben ein paar Ligamedaillen bekommen, dann geht er auch auf 65. Mauer noch und dann haben wir unseren nächsten 13er auf zu den Herausforderern. Und hier sind wir im höchsten Clan. Hier sieht das Ganze nicht ganz so schlecht aus, was vor allen Dingen dann die Beteiligung nach der Liga angeht. Aber auch hier haben wir die Liga, ja, wir haben die Liga nicht mehr halten können, denn wir sind aufgestiegen. Das war aber schon zu erwarten. Und also mit massiven Sternen vor dem zweiten. Und ja, ich bin mal gespannt auf die nächste Saison. Freue mich auf jeden Fall auf Meister 2. Vielleicht treffe ich da ja sogar jemanden von euch. Das wäre natürlich wunderprächtig, wenn wir dort auch auf einen deutschen Clan dann treffen würden oder auf mehrere deutsche Clans. Der Meister 2 tummeln sich, glaube ich, doch ganz schön viele von uns rum. Und aber mit 15ern und 14ern ging das hier noch. Das geht wohl auch noch in Meister 2. Wenn das nicht so ist, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Also wer da Meister 2 schon gespielt hat, auch noch mit Rathaus 14 unten. Ich glaube, wir hatten unten noch so 1, 2, 3 Rathaus 14 oder so. Also nicht mehr ganz, ganz so viel. Aber was geht mich eigentlich tatsächlich nichts an? Tatsächlich geht mich dieser Valentinstag gar nichts an. Also Leute, heute ist der Valentinstag. Und ich hoffe, ihr habt eure Liebsten schon beschenkt oder eure Liebe oder eure Liebe des Lebens oder was auch immer. Beschenkt mit etwas Netten, also der Klassiker sind natürlich Blumen, gar keine Frage, aber es kann ja auch mal was anderes sein, irgendwas anderes, Kleines, Nettes, muss man aber nicht machen. Also hier, wir haben hier das Motto, das geht uns nichts an, auch wenn wir es trotzdem gern haben, muss man das jetzt nicht tun, dass ich weiß auch gar nicht, aus welcher Geschichte das hier kommt, nicht mit dem Valentinstag, sondern überhaupt aus welcher Story das kommt. Ich muss mal gerade gucken, was ich hier habe. Dann nehmen wir hier mal ein paar Ballons mit. Die fordern wir mal eben an, denn wir wollen ja auch ein bisschen Clash of Clans sehen. Hatte ich jetzt so gedacht. Einmal konfirmen, habe ich jetzt auch... Oh, ich habe gar nicht das Richtige. Nichts reinspenden, bitte. Nichts reinspenden. Ich will ja eine Blim spielen. Aber wir sind hier nach wie vor gut dabei in den Clan kriegen und das, was mich so ein bisschen oder was mir eigentlich so ein bisschen fehlt hier bei Clash of Clans,
ist folgendes: Wenn man hier im Clan guckt, dann sieht man hier natürlich die Markierung rot, grün, rot, grün, rot, grün, rot, grün. Es wäre natürlich cool, wenn man hier irgendwo so eine Summary hätte, also eine Summe drunter. Was weiß ich hier, 17 grün, 13 rot. Und um noch einen draufzugeben, wäre natürlich schön, warum sind die rot, ja? Das heißt also irgendwie so eine Markierung hier neben den Spielernamen, was weiß ich hier, zumindest was die Helden angeht, ja? Held im Ausbau. Würde ja schon reichen, Held im Ausbau. Ansonsten kann man natürlich nachfragen, wenn jemand keine Zeit hat oder was auch immer. Keine Ahnung. Ab und zu prüfe ich noch nach, warum die Leute nicht im Clankrieg sind, auch wenn sie dann mit in der Liga sind. Aber die meisten sind ja auch mit in den Clankrieg, denn wir sind 15 Leute hier. Der Clan ist auch rappelvoll. Ihr braucht ja im Moment nicht anfragen. Kann höchstens noch einen Neuner entlassen, damit ich mal wieder Clankrieg mit mir selber spiele. Aber ansonsten ist das hier schon eine recht knackige Sache. Und wir gucken mal, was Hiller hier gemacht hat. 54%. Also auch hier ein bisschen clashen. Und schauen wir mal, wie das hier vonstatten geht. Ja, ich habe jetzt eine verkehrte Clanburg mal wieder mir mal wieder auffüllen lassen, weil ich habe nicht dran gedacht, dass ich immer noch eine Blimp übe. Ja, da seht es mir nach. Ich habe das auch in der Liga gemacht und damit kläglich versagt. Aber sowas von kläglich, kann ich euch sagen. Das war schon nicht mehr schön. War zum Ausmachen. In den Stream habe ich auch, ich glaube, ich habe auch ausgemacht. Nee, ich bin weggegangen. Bin weggegangen für ein paar Minuten. Ich habe mal wieder tief gefühlt am Fenster. Aber mal sehen, was der Healer sich hier hat einfallen lassen mit einem Hybrid. Ja, Hybrid immer gerne gesehen. Hier Rathaus mit dem Bereich. Monolith noch auf 1 und 2 Kampftürme. Mit. Gut. In der Mitte. Rechts, links vom Rathaus schön die Scatter-Shots, aber. Der Adler ist natürlich etwas leichter zu erreichen, dauert aber auch, bis man erstmal da ist. Ihr seht das schon. Fast ein Ballad oder über einen Ballad und erst 15% noch kein Stern. Jetzt verliert er wahrscheinlich gleich, weil der hinkommt. Oder aber weil der Monolith jetzt schon anfängt zu schießen. Und Monolith. Da war der ein bisschen spät. Und auch der Unsichtbarkeitszauber war ein bisschen spät. Also die Queen ist tot. Verloren die Queen. Und. Jetzt verliert er auch noch die Heiler, weil er nichts spielt. Die hätten ja sowieso jetzt über das ganze Feld. Wären sowieso nicht. Komm, aber letztendlich darfst du da nicht lange überlegen. Du musst unten eine Einheit spielen, die einen Heiler braucht, vielleicht ein World Champion oder sowas. Und dass die einen kurzen Weg haben und noch was zu heilen haben, dass du dich wenigstens hältst. Aber jetzt muss ich Plan B ziehen. Ja. Aber Plan B hat ja scheinbar funktioniert. Hat jetzt noch den Clan gelockt. An der Stelle hat jetzt auch nicht, dass die Truppen hier zum ganzen rausgehen dicken Lager. Das macht jetzt der Royal Champion zu dem dicken Lager dort und nach dem Blimp jetzt gewählt, um in die Mitte das Rathaus zu bekommen. Wir gucken gleich mal am Ende, was da drin war. Mal schauen. Gehen jetzt natürlich da in der Mitte alle drauf, aber die kleinen Truppen da haben nicht ganz so schlimm. Man muss ja nur immer wieder neu ausrichten. Aber 54 war schon eine ziemlich gute Sache, jetzt mal. Kann aber den Royal Champion noch zünden. Das ist ja nochmal für den 1 oder 2% gut, aber in der Mitte ist Schluss. Frosty war am Start da. Frosty frostet das Lager für das Dunkle. Ja, okay. Jetzt frostet Frosty die Skelette. Frosty frostet halt alle. Auch ein Rätsel. Ja. Warum man das Lager frosten muss. Naja, ist Mechanik, ist halt die KI von Frosty. So muss man es leider mal so sagen, aus mit Rätsel, warum der alles frostet. So, wir gucken mal den DP von Leon an. 14 auf 12 an, nee, 14 auf 12. Ist ein bisschen heftig. Okay, was haben wir hier? Das ist 12, 13 auf 12, das ist ein 11er. Okay, sehen hier nur noch Dips leuchten. Ach, nur noch Dips. Und die müssen natürlich hin, aber die sind auch schon Rathaus. Warte mal, lass gucken. 20. Rathaus 13. Rathaus 13, ja? Also auch in der nächsten Liga hoffentlich ein meiner Clans mit am Start. Und das habe ich jetzt eben mal wieder im Discord aufgeladen. Sobald es in Clanspiele geht. Oder aber, was hat er da geschrieben? Mal genau nachgucken. Ich
wird der Spruch aber ja mal wieder. Wenn Clanspiele oder Überfallwochenende anstehen, kommen einige auf ihren Account einen spontanen Internetausfall. Auch wie schlecht er kann sein. Ich bin dann mal weg, so nach dem Motto. Aber falsche Richtung, andere Richtung, hier entlang. Naja, okay, aber wir schaffen hier mal die Clanspiele-Leute im Clan heraus, weil das ist ein Thema. Beim Clan Play waren die beiden letzten Male 75k auch kein Thema. Da haben halt alle richtig reingehauen, da kamen dann auch noch gestern noch ein paar Punkte mit dazu beigetragen haben, aber so richtig funktioniert das da dann am Ende eher oder am Anfang eher schleppend. Am Anfang sind erst immer alle voll dabei bei den Clanspielen, aber dann ist das genauso, ist bei mir leider auch so. Dann lässt das aber auch genauso hart nach. Das heißt also, die Aufwärtskurve, wenn ich erstmal anfange Clanspiele zu machen, die geht steil nach oben. Geht aber auch genauso steil dann kurz danach wieder runter. Spätestens dann, wenn es so zum Ende hingeht. Aber das Rumgedippe hier funktioniert auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal. Oh, Thorsten hat gehalten. Allerdings mit 78%. Wir gucken uns den mal an hier von Mike. Ich habe mal eine andere Base genommen. Als die, die ich sonst üblicherweise habe, die immer noch nicht gedreiert wurde. Also ich habe auch noch eine Base. Wurde fast schon mal gedreiert. Also im WM-Warm-Up wurde sie gedreiert von einem Clan und oder fast gedreiert. Ich glaube 99% hat die da kassiert. Time Fail oder 96 oder so, aber da war die Base war aber in jedem Fall down. Und war das der Kollege hier gerissen hat. Im Moment wird sehr gerne wieder genommen. Habe ich jetzt schon wieder öfter beobachtet. Der Erdbebenzauber für was auch immer. Ich mag ihn gar nicht. Weil ich ihn nicht so halt der so ein Spieler, der Sprungzauber nutzt. Ich weiß nicht, was ihr so für Spieler seid, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Kurz Absprung oder Erdbeben. Aber ich bin noch ein bisschen mehr der Sprungzauber-Spieler. Ich meine, da hat sich natürlich jetzt auch richtig hier ziemlich breites Loch wieder in die Mitte gemacht, sodass die Truppen jetzt schön auch Richtung Scattershot sogar noch gehen können. Also nach rechts und links ausweichen. Das machen sie nicht. Sie werden von dem Helden angezogen dort. Der Wutzauber war so ein bisschen proaktiv, dass die Truppen da reinrennen. Der war schon fast wieder am Auslaufen. Kann man natürlich auch mal. Oder war es der Zauber aus meiner Base? Eigentlich haben wir wahrscheinlich einen Zauber in der Base. Oder? Mal gleich nachgucken, ob ich noch einen Zauber habe auf der Base oder ob ich auch zweimal Gift habe oder einmal Unsichtbarkeit und einmal Gift. Je nachdem. Der Blutzauber ist sicherlich, wenn die Kampftürme rausbringst, sicherlich erstmal nett, dann hat man ja mal was. Aber später, denke ich, wechseln die meisten dann doch eher auf den Unsichtbarkeitszauberturm oder auf den Giftturm. Das ist natürlich auch Basis, da macht es Sinn, den Turm auf Blut zu lassen, gerade wenn du den kleinen Kreis hast und der Monolith hier gibt alles, aber er ist dann halt auch ein bisschen langsam gegen die Skelette, weil er halt auch immer wieder, das hier an der Animation, immer wieder, ich nenne es mal so, laden muss. Und deswegen ist er gegen die kleinen, aber feinen Skelette nicht ganz so stark. Der Magierturm hat hier aber alles gegeben. Oh ja, da musste ich jetzt mal gerade fürchterlich nie. Ich hoffe, ich habe euch das leise gestellt, denn manchmal denke ich beim Rendern nicht dran, dass ich noch irgendwas rausrendern wollte. Aber dennoch, nichtsdestotrotz geht uns das hier eigentlich was an. Ja, es geht uns eigentlich was an, aber es geht uns eigentlich nicht dran. Ich hoffe, ihr hattet euch oder habt einen schönen Valentinstag heute. Geht mit euren Liebsten vielleicht abends essen oder sowas oder irgendwas Nettes machen. Aber lasst euch in dem Fall den Tag versüßen. Wenn ich hier so aus dem Fenster schaue, hier ist in dem Fall sehr, sehr schön, strahlend blauer Himmel, schönes Wetter, klare Luft, wenn auch ein bisschen frisch. Aber sind wir mal ehrlich, wir haben auch noch Winter, wir haben auch noch ein bisschen was zu tun, sei es draußen oder sei es hier in Clash of Clans. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, lasst mal einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen. Dann bitte, bitte, bitte am Kanal dranbleiben. Vielen Dank übrigens für den Post unter meinem letzten Video. Ich kann dazu nur sagen, Herzchen, Herzchen, Herzchen und es wird schon, allerdings auch sehr schleppend.
Danke für ich denke mal, da haben wir jetzt alle mal ein bisschen rausgelassen. Das war es dann aber auch von der Front. Und mehr möchte ich dazu auch gar nicht mehr sagen. Bis dahin. Danke, euer Toto. Best.